Heute sprechen wir darüber, wie du Visualisierung nutzen kannst, um dich bestens auf die Abiturprüfungen vorzubereiten. Willkommen zurück Abiturathleten, mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumunterschnitt kommst. Heute werden wir eins meiner absoluten Lieblingsthemen besprechen, und zwar Visualisierung. Visualisierung bedeutet im Prinzip einfach Vorstellung. Sprich, du stellst dir schon vor, wie irgendetwas in der Zukunft mal sein wird. Und da spreche ich jetzt natürlich ganz konkret über die Abiturprüfungen und wie du das nutzen kannst, dass du dir im Voraus schon überlegst, wie die Abiturprüfungen ablaufen sollen, damit du schlussendlich das Top-Ergebnis erzielst, was du haben möchtest. Wenn du also deine Abiturprüfungen visualisieren möchtest, machst du im Prinzip nichts anderes, als dich ganz entspannt hinzusetzen. Dich kannst du kannst beispielsweise die Augen schließen, würde ich dir sehr stark empfehlen. Es hat im Prinzip sehr viel von dieser Meditationshaltung. Setz dich einfach entspannt hin, du kannst auch gerne davor meditieren, das ist auch sehr, sehr hilfreich, weil du dann einfach in den entsprechenden State reinkommst. Du setzt dich also einfach hin, schließt die Augen und stellst dir vor, wie der Prüfungstag abläuft. Am besten machst du es vom Aufstehen weg. Du kannst auch nur die Prüfung machen, je nachdem, wie du dich dabei besser fühlst. Es kommt da ganz, ganz viel auf dich selber an und auf deine eigenen Vorlieben. Du dich dann also hin und stellst dir beispielsweise vor, wie es sagen wir das in drei Tagen deine Prüfung, wie es sein wird, wenn du aufstehen wirst, stellst dir vor, was du als erstes machst, nutzt vielleicht gleich sehr gute Gewohnheiten, um in den Tag reinzustarten, du trinkst was, du gehst kurz spazieren, duschst, dich, all diese Sachen, stellst du dir vor, gehst einfach Schritt für Schritt durch, du durchlebst im Prinzip schon, was du an dem Tag machen wirst. Da stellst du dir einfach alles in deinem Kopf vor, du versuchst es so stark wie möglich zu spüren, damit es so real wie möglich wird. Dann geht es einfach wirklich darum, dass du Schritt für Schritt für Schritt diesen Tag durchgehst und speziell dann, wenn es um die Prüfung geht, dass du dir das sehr detailreich vorstellst. Das bedeutet, du überlegst dir wirklich, okay, vielleicht hast du ja schon Abiturprüfungen geschrieben, deswegen weißt du schon, wie es ablaufen wird. Stell dir ganz klar vor, da kommt der Lehrer, der gibt mir meine Sachen, dann gibt es die und die Einleitung, dann ist das das Startsignal. All diese Sachen, damit du dich so gut wie möglich in die Situation reinversetzen kannst. Und dann sagst du dir, okay, da wird die erste Aufgabe kommen, die werde ich so und so bearbeiten. Stell dir nicht zwangsläufig vor, was genau in der Aufgabe gefragt wird, weil das kannst du nicht wissen, sondern stell dir vielmehr vor, wie du die erste Aufgabe angehen wirst. Beispielsweise, auch wenn ich nervös bin, werde ich trotzdem ruhig arbeiten, konsequent arbeiten, mich nicht verrückt machen lassen, mir bewusst werden, dass ich genug Zeit habe. All diese Dinge. Sprich, fokussiere dich viel mehr auf deine eigene Einstellung, als was im Außen passieren wird, weil das kannst du ja noch nicht wissen. Was du aber von vornherein schon beeinflussen kannst, ist, wie du reinstarten wirst. Dann kannst du beispielsweise sagen, okay, ich werde konsequent durchgehen. Ich werde nach einer Stunde aufs Klo gehen und eine fünfminütige Pause machen, beispielsweise. Denk dir solche Sachen im Vorhinein schon aus, dass du dann am Tag der Abiturprüfung wirklich weißt, was passieren wird, wie du dich selber in den jeweiligen Situationen verhalten wirst. Und so kannst du das dann viel, viel besser umsetzen. Bestes Beispiel für die Kraft von Visualisierungen ist beispielsweise Michael Phelps. Michael Phelps ist ein ehemaliger US-Schwimmer und ist der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten. Das bedeutet, kein Mensch hat mehr Goldmedaillen als er bei Olympia gewonnen. Und von ihm gibt es ein ganz, ganz historisches Rennen. Es waren 200 Meter Delphin. Für die, die es nicht wissen, das ist diese Sportart, wo man, also die Schwimmart, wo man so macht. 200 Meter Delphin. Und in diesem Wettkampf ist er von seinem Start, Startblock, ins Wasser gesprungen und beim Aufkommen im Wasser hat es ihm seine Brille nach oben und nach unten weggehauen und dann ist sie aber wieder runtergeklappt, sodass alles voller Wasser war. Stellt euch vor, ihr schwimmt, aber bevor ihr losschwimmt, nehmt ihr diese Brille, packt die komplett in Wasser und packt die mit Wasser wieder auf eure Augen, sodass ihr nicht mehr die Augen schließen könnt. Es ist die ganze Zeit einfach nur Wasser da und es brennt, das Chlor und alles. Und so ist er in sein Olympiarennen gestartet. Während alle ganz normal klare Sicht haben, hat er im Prinzip fast nichts mehr gesehen, es hat einfach nur geschmerzt. Er musste aber performen. Und jetzt das Allerkrasseste. Er hat im Vorhinein so viele Szenarien sich überlegt, was in einem Schwimmwettkampf passieren kann und hat die in seinem Kopf schon durchgespielt. Unter anderem, dass sich seine Brille mit Wasser füllt, so dass in diesem Moment er nicht in Panik ausgebrochen ist und sich dachte, Fuck, das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt passiert ist, sondern er kannte das Szenario schon, weil er es in seinem Kopf schon mehrfach durchgespielt hat. Und so hat er schlussendlich trotz, ich muss jetzt mal vorstellen, ich, es, ich, es, ich habe es schon tausendmal angeschaut, aber ich werde es bis heute nicht verstehen, trotz mit Wasser gefüllter Schwimmbrille nicht nur gewonnen, sondern einen Weltrekord aufgestellt. Der Typ schwimmt 50 Meter und weiß nicht wa genau, wann die Wand kommt. Klar, der hat schon tausende Bahnen in seinem Leben geschwommen, aber trotzdem, er sieht die Wand nicht. Und nur durch das Zügezählen weiß er, wann er irgendwann an der Wand ankommen wird und macht automatisch die Rollwände, um sich dann wieder abzustoßen. Und das über 200 Meter hinweg und bricht so den Weltrekord. Da seht ihr mal, wie krass die Macht von Visualisierungen ist. Und deswegen empfehle ich es dir auch ganz stark, genau diese Methode für deine Abiturprüfungen zu verwenden. Wenn du nicht so krass viel visualisiert möchtest, ich meine, Michael Phelps hat schon hunderttausende Male visualisiert, aber wenn du nicht krass so viel mehr Zeit hast, würde ich nicht empfehlen, dass du irgendwelche komischen Szenarien einbaust, weil das verwirrt dich nur, dass dann vielleicht auch ein bisschen Angst dass das eintritt. Das bringt dir nichts. Sag dir lieber, okay, ich werde in den ersten Aufgaben so und so reingehen. Stell dir gut auch vor, dass meine Aufgabe nicht so leicht wird und dass du dann aber trotzdem durchziehst. Und dass du auch beispielsweise, auch wenn die Abiturprüfung einfach länger dauert, dass du trotzdem am Start bist. Dass du sagst, okay, wenn ich merke, irgendwas geht gerade nicht, mache ich zwei, drei Minuten Pause, aber dann hocke ich mich wieder hin. Dass du quasi deine innere Einstellungen so trainierst, dass du maximal in der Abiturprüfung performen wirst. Und das ist wieder eine Sache, die ich einfach von allen anderen Schülern unterscheiden wird, weil kein Schüler visualisiert seine Abiturprüfungen. Aber wenn du das machst, hast du einfach nochmal 10% krasseren Vorteil. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg dabei mit Visualisierungen eure Top-Abiturprüfung abzulegen, sodass ihr dann euren Traumnotenschnitt habt. Denn den wünsche ich euch wie immer von ganzem Herzen. Ich bin hier aktuell in Darmstadt bei der Entrepreneur University, deswegen das neue Hotelzimmer. Ähm, da geht es auch gleich los, habe ich richtig Bock drauf. Ihr gebt weiter Gas, damit ihr euren Erfolg bekommt. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.